Der Kindergarten am Kaspersbaum in Singhofen bleibt vorsorglich bis einschließlich Montag geschlossen. Das teilte jetzt die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises mit. Grund für diese Entscheidung ist ein neuer Corona-Fall. Wie am Donnerstag bekannt wurde, war eines der Kinder positiv getestet worden. Der Kindergarten wurde daraufhin sofort geschlossen. Aktuell befinden sich 26 Personen in Quarantäne, darunter Kita-Personal und Kinder. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation passen die Koblenzer Krankenhäuser ihre Besuchszeiten an. Wie das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein mitteilt, wurde sich bei der Entscheidung an der aktuellen Inzidenzrate der Stadt Koblenz orientiert. Diese lag am Freitag bei 37,7 und damit auf der Warnstufe Orange. Um Patienten und Personal zu schützen, könnte damit die Möglichkeit, Angehörige im Krankenhaus zu besuchen, komplett gestrichen werden. Dies wird voraussichtlich schon sehr zeitnah der Fall sein. Einige Krankenhäuser haben bereits ein Besuchsverbot ausgesprochen. Nach den Herbstferien soll es im Land an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht im Unterricht geben, falls der Kreis die Corona-Warnstufe Rot erreicht hat. Das hat Bildungsministerin Stefanie Hubig am Donnerstag mitgeteilt. Es soll jedoch keine landesweite Maskenpflicht sein. Dabei kommt es immer auf das Infektionsgeschehen vor Ort und auf die Einschätzung der regionalen Taskforces an. Warnstufe Rot bedeutet mindestens 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.